Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Das Ganze hier heute wird so eine Art Vlog bzw. ein Behind the Scenes, denn ich fahre jetzt nach Köln zu einer deutschen Streetwear-Brand, um genauer zu sein zu 45 Keys. Diese werden dort ihre neue Kollektion shooten. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich war noch nie bei so einem Shooting. Die Jungs haben mich dazu eingeladen, mal vorbeizukommen, sich auch kennenzulernen und auch mal generell zu schauen, wie so ein Shooting stattfindet. Ich werde dort natürlich auch filmen und euch auch ein paar Einblicke geben. Und vielleicht können wir auch das ein oder andere schon leaken vom neuen Drop. Mal gucken, was ich da alles filmen kann. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich werde jetzt 2 Stunden nach Köln fahren. Falls ihr so Videos feiert und nicht nur stumpf Unboxings sehen wollt, dann lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und falls ihr auch in Zukunft andere Vlogs sehen wollt, wie gesagt, Daumen nach oben. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir in Köln sind. Viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, man versteht mich, weil die Musik schon recht laut ist. Wir haben jetzt 2 Stunden Zeit, das Ganze zu shooten. Die Models werden gleich kommen, sich umziehen und dann geht's los. Es geht. Mein Name ist Gabriel, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Köln. Und bin hauptberuflich Tänzer und Model ein bisschen nebenbei. Ich heiße Katharina. Ich bin 18 Jahre alt und arbeite schon länger mit 45 Keys zusammen. Atelier würde ich sagen. Da habe ich ein bisschen für High-Fashion-Sachen was gemodelt. Aber eigentlich so Fam. Meine Fam ist eigentlich 45 Keys. Ich habe hier angefangen. Ich glaube 3 Jahre, also 2020 auf jeden Fall. Ja. Elevate Berlin. Ja, also vom bekanntesten her. Ja. Hier gibt es ganz viele verschiedene Räume, ihr seht schon, wo man Bilder machen kann. Und nicht nur wir sind hier, sondern auch irgendwelche Randoms. Ich habe mir sagen lassen, dass das Ganze hier der Valentinstag-Drop sein wird. Deswegen auch die ganze rosa Umgebung hier, wie ihr seht. Diese Räume hier sind so verrückt. In diesem liegt hier überall so rosanes Geld. Also hier gibt es wirklich alles, aber ich check nicht, warum das alles rosa ist. Danach gibt es so illegale und schockte Sachen. Genau. Wie schauen, wie läuft es ja? Bisher läuft alles gut. Hoffentlich sind die Endresultate auch so gut. Wie ist es so als Model? Entspannt. Highlight. Highlight? Highlife. Highlife? Highlife. Du kannst dich ja auch mal kurz vorstellen, damit die Leute checken, wer du bist und ja, was genau. Du hier machst. Genau, ich bin Keyshawn, 22 Jahre alt geworden und mir gehört die Marke 45 Keys. Wie kam es dazu, dass du die Marke gegründet hast? Es hat angefangen, ich habe gereselt früher, bis ich 17 bin. Und wusste dann schon, dass ich den Plan habe mit einer eigenen Marke. Kapital aufgebaut durchs Resellen und jetzt bin ich seit 2 Jahren dabei. Wie kamst du auf den Namen 45 Keys? Das hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Setz dich ein bisschen zusammen, weil mein Vater hat am 4.5. Geburtstag, also 45, und Keys, die Anfangsbuchstaben von meinem Namen. Und das habe ich dann so verbunden. Was plant ihr dieses Jahr noch alles an Release her? Dieses Jahr ist geplant auf jeden Fall heute, wenn das Video kommt, unser Valentinstags-Drop. Der Tracksuit in Pink ist rausgekommen. Und dann kommt Anfang März unsere Tracksuits in Basic mit kleinem Logo und in 12 verschiedenen Farben. Hoodie, Zipper, Dragonhose, also 3 Teile pro Farbe. Schauen wir, was die Zukunft mit sich bringt. Once I thought you were mine, baby, we're safe and sound. You got me. Das war's mit dem Vlog hier heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst dem Video sehr gerne Daumen nach oben da. Checkt 45 Keys ab. Ist in der Beschreibung verlinkt. Checkt die Jungs sehr, sehr gerne ab. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns wieder nächste Woche zu einem Video. Haut rein. Ciao, ciao.